Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladin. Bevor der Part, guck mal, die gelbe Edition losgeht, hier bei mir auf Zwergenfürst LP. Ich drehe mal die Musik kurz mal ein bisschen runter. Das war jetzt ein bisschen übertrieben laut. Wollte ich noch mal ganz kurz was ansprechen hier. Ihr seht schon im Hintergrund, ich habe hier dieses wunderschöne Hintergrundbild. Das sagt schon eigentlich, worum es geht. Um Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Na, das ist ein Pokémon Sonne und Mond Hintergrund, wie ihr seht. Ein Pokémon Ultrasonne und Ultramond Hintergrund gibt es noch nicht. Nicht um den heißen Brei drumlegen. Pokémon Ultrasonne und Ultramond kommt an einem Tag, so ganz genau das Datum habe ich nicht im Kopf gerade, im November in den Handel. Punkt der Sache ist, ab September werde ich, wie schon in den Warp News angesagt, arbeiten gehen. Das heißt, Pokémon Sonne ab Release, also Pokémon Ultra Mond ab Release spielen, das könnte eventuell ein bisschen problematisch werden für diesen Kanal, da ich dann auch in der nächsten Zeit dann ab September nicht mehr so ganz viel Zeit habe, die ich halt in YouTube investieren kann. Da muss ich einiges umstellen und ja, ich habe schon gesehen, wie es bei Miitopia lief. Da habe ich den ersten Part gerade noch so um 20 Uhr auf den Release Day schieben können. Schreibt mal bitte an dieser Stelle in die Kommentare, wie wichtig euch das ist, dass ein solches neues Spiel, wenn das auf den Markt kommt, direkt am Release Day gespielt wird. Und wenn man volle Arbeitszeiten hat, dann ist das dann halt irgendwie, vielleicht wird es sowieso sich noch umstellen, aber schreibt es erstmal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Kann das auch auf den Tag nach dem Release Day warten oder ist das für euch so wichtig, dass man das unbedingt am ersten Tag raushaut, weil ich würde es natürlich selbst gerne am Release Day hochladen, aber wenn es natürlich eine andere Möglichkeit gibt, dann ja, wenn es nicht klappt, dann hat man halt noch ein bisschen Zeit bis am nächsten Tag um 14 Uhr. Versteht ihr, was ich meine? So, los geht's mit dem Spiel. Pokémon die gelbe Edition. Auf geht's. Jetzt direkt zur harten 16-Bit-Grafik zurück. Ist ein harter Unterschied jetzt hier. Pokémon Sonne, das schöne Hintergrundbild. Aber ihr werdet es verkraften. Ist ein kleiner Kulturschock, aber los geht's. Wen haben wir denn hier? Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, Wicht. Er ist also hier der Boss von Team Rocket. Was hat er so für Pokémon? Ein Onix. Ach je, Level 25. Oh nein, da krieg ich's ja mit Angst zu tun. Mein Team ist nicht gerade sonderlich gut geheilt, also auf Deutsch nicht geheilt. Aber ich denke, mit Smetbo und Konfusion auf Onix dürften wir das vielleicht hinkriegen. Er hat noch zwei andere Pokémon, ist klar, aber was zum... Die Attacke, die war sehr effektiv. Meine Fresse. Und ich dachte, es wird leicht jetzt hier. Fusion. Na gut, wir haben ihn besiegt. Aber meine Fresse, was war das für eine Attacke? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Rihorn. Hat er jetzt nur Gesteinstypen? Das fände ich ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Mies. Wenn es
Champ von Team. Team. Moment, ich muss mich nochmal ordnen. Rockets, Team Rocket war es. Meine Gedanken irrten jetzt quer durch die Edition und suchten nach. Nach dem Team natürlich suchten sie die Gedanken. Nach dem Namen für das Team Rocket. Bitte lass mich noch einmal einsetzen. Nein, es lässt mich nicht noch einmal einsetzen. Das war's. Tauboga, vielleicht kann das auch noch ein bisschen was ausrichten. Ansonsten müssen wir uns nochmal aufladen gehen und dann nochmal hinunterkommen zum Kampf gegen den Boss von Team Tom Rockets. Diesmal weiß ich's. Flieht hoch empor, ist nicht mehr verwirrt. Schön, schön. Geht daneben fliegen. Na komm, das werden wir doch wohl noch alle kriegen. Das Pokémon hier. Huck zu Kieb. Batzack. Los. Zack, zack, zack. Mensch. Tauboga, das kriegst du hin. Zack, 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 zack. Das nehmen wir hoch zu Kieb. Komm. Ganz nur noch wenige KP. Zack. So. Haben wir's. Da wartet aber leider noch ein Pokémon auf uns. Das finde ich nicht so toll. Das gefällt mir ja nicht. Ein Snobbly Cat. Weiterentwicklung von Mauzi. Die gar nicht mehr so hübsch aussieht wie ein Mauzi. Megablock. Okay, was? Megablock. Egal. Zahltag. Wie geht's daneben? Gut, gut, gut. Oha, fliegen, das bringt's offensichtlich. Heulon. Das bringt's offensichtlich nicht. Fliegt hoch empor. Zahltag. Oha, ich könnte ja das Snobbly Cat den Schriftzug nicht lesen. Aber egal. Muss heute so gehen. Man sieht ja, dass es ein Snobbly Cat ist. Es ist nicht schwer zu erkennen. Und so wichtig ist das da oben auch nicht, was da steht. Hauptsache man sieht die KP anzeigen. Huck zu Kieb. So, haben wir's. Oder? Ja, haben wir's. Haben wir den Boss von Team Rocket besiegt. Jetzt schon. Ich dachte, er kommt erst später. Naja. Haben wir ihn besiegt. Zwänge besiegt. Giovanni. Giovanni oder Giovanni? Wie heißt er? Ich denke mal Giovanni. Nein, ich habe kläglich versagt. Zwänge gewinnt 2871 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Rocket Leiter Giovanni hervor. Ich habe da aber so eine Ahnung, dass wir den nochmal sehen werden. Irgendwann im Verlauf des Spiels. Ja, das ist ein Spoiler in gewisser Weise, aber Leute, das Spiel ist über 30 Jahre alt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von deinem ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Sister sagt dabei selbst, dass wir uns wiedersehen werden. Er spielt noch eine Rolle in diesem Spiel. Du kannst keine weiteren Items tragen. Ich denke, dass dieses Item sehr wichtig ist, deshalb. Ich weiß, das ist eventuell blöd, aber werfen mal das Gegengift weg. Ich werde es bestimmt bereuen, aber ja, mit diesem Item. Sliffscope. Oh, ich weiß, wo wir damit hingehen. Ich weiß, wo wir damit hingehen. Ja, wisst ihr es auch? Ihr wisst es bestimmt auch. Da waren wir nämlich schon mal. Der Berater fährt mich nach oben. Ding dong. So, und dann können wir hier mal rausmarschieren. Hier ist nämlich jetzt die Tür offen und der Weg frei. Dann sind wir wieder oben im Casino. Und ich denke mal, wir begeben uns zurück nach Lavandia City. Los, Tauboga, flieg mich nach Lavandia. Flieg mich in die Stadt der gruseligen Musik und in die Stadt des Gruselturms. Aber erstmal müssen wir in den Pokémon Center. Den Pokémon Center, ja. Wieder gutes Deutsch hier.
Willkommen im Pokémon-Center. Wir ändern deine Pokémon und machen sie wieder topfit. So. Wir halten uns nicht lange in Lavandia auf, sondern gehen in den Turm, dessen Musik noch schlimmer ist als draußen die Lavandia-Musik. Das heißt, du bist jetzt kein unidentifizierbarer Geist mehr. Du bist jetzt ein Nebulak. Nice. Und jetzt können wir uns ein Nebulak fangen. Und andere Pokémon hier im Turm. Und wisst ihr, was ich gleich mal probiere, hier einen Superball zu werfen? Hau ab, verschwinde! Nein. Spaß. Man kann es jetzt natürlich drauf werfen. Jetzt geht's, jetzt können wir uns das Pokémon fangen. So, müssen wir natürlich erstmal vielleicht irgendwie schwächen, damit wir es uns fangen können. Ich fange mir direkt das Nebulak. Ich wollte ein Nebulak haben. Jetzt hole ich mir ja eins. Aquaknarre. Ich sagte Aquaknarre. Los. Zack. So. Reicht das schon? Ne, es ist negativ. So. Aquaknarre. Aber jetzt rechts. Jetzt können wir es fangen. Superball. Zack. Und. Eins. Zwei. Drei. Wunderbar, Nebulak wurde gefangen. Finde ich doch super. Haben wir einen Nebulak. Eintrag im Pokédex. Oh, das habe ich jetzt nicht gelesen. Sorry. Nein, ich möchte Nebulak keinen Spitznamen geben. Wurden bis PC übertragen. Genau diese Stelle. Hier. Verschwindet, Eindringlinge. Ist da. Geist taucht auf. Oh. Das Slivscope hat den Geist identifiziert. Na, und was ist es? Es ist ein wildes Knoga. Los, Sherlock. Wollen wir uns das jetzt fangen? Eher nicht, würde ich sagen. Ich würde mal fliehen. Ach, das lässt uns trotzdem nicht durch. Seltsam. Wir wissen halt bloß jetzt, dass es dort ein Knoga ist. Okay, was bringt uns das Wissen, dass da jetzt ein Knoga ist? Wir sollen bloß wohl niemals da hochkommen. Können wir das denn fangen? Es fangen. Es weicht aus. Lässt sich nicht fangen. Ui. Wie ist das episch? Nice. Finde ich cool. Okay, wir können auch weiterhin nicht durch. Habe ich nicht gewusst. Aber jetzt wissen wir, dass da kein Geist vor ist, sondern Knorga. Schön. Hätten wir das auch mal. Jetzt brauche ich dich. So, ja, dann mal weiter in der Stadt, wo wir gerade waren. Prismania City. So. Hier sind wir wieder. Prismania. Da haben wir jetzt Team Rocket außer Gefecht gesetzt und müssen jetzt wahrscheinlich in die Arena. Dann würde ich mal sagen, heilen wir erstmal suchen oder nach etwas anderem suchen. Da gab es ja noch was außerhalb der Stadt. Da gab es etwas namens Relaxo. Ich glaube, da brauchen wir aber erstmal noch was anderes dafür. Ich gehe mal hier entlang. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Ja, da brauchen wir eine Pokéflöte dafür. Da muss ich erstmal gucken, wo ich die Pokéflöte herkriege. Das ist jetzt eine andere Sache. Die wird uns wahrscheinlich aber auch zugeworfen, wie ich das hier kenne. Das wird nicht allzu schwer sein, die zu finden. Zack. Kommen wir da zur Arena. Schaut so aus, oder? Hier ist ein Weg, den wir so nicht erreichen hätten können. Doch, hätten wir. Ach doch, hier sind wir. Ja, hier sind wir bei der Arena. Das ist gut, das ist schön. Kommen wir weiter. Prismania ist die Arena. Arena-Leiterin Erika. Die paradiesische Arena-Leiterin
Und wer bist du? Hehe, diese Arena ist voller Frauen. Uiuiui. Na denn, rein mit uns. Prismania City Arena, Leitung Erika. Bisherige Sieger Gary? Was, Gary war hier schon drin? Oh nein, lauter Trainer hier. Und ich kann mich locker an ihnen vorbeischleichen, wollte ich gerade sagen. Und da kam schon die... Ach nee. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Man kann sie ohne Mehl trainieren. Ach, Pflanzen-Pokémon. Ich habe ein Glutexo. Glutexo? Ist das ein Glutexo? Ich verwechsel das mal. Ja, Glutexo. Wird sich mal zum Glurak entwickeln. Schnell mal wechseln. Schluck ist da, glaube ich, nicht so gut im Kampf gegen Feuer-Pokémon. Das muss ich gleich mal tauschen. So. Vielleicht bringt Glut mal was. Vielleicht aber nur eventuell gegen einen Konfenser. Knofenser natürlich. So, Gift schadet ihm. Wickel. Und dagegen daneben Glut. Glutexo setzt Glut ein. Glut von Glutexo. Habt ihr das Wortspiel verstanden? Nein, nicht. Habe ich ja nur zweimal erwähnt. So. Verbrennung schadet Knofenser. Dürfte, glaube ich, kein weiteres Problem sein, hier mit Glut nicht zu behaupten. Denke nein. Auch wenn das irgendwie ein bisschen länger dauert hier gerade, aber ja, ich bin ja vergiftet. So ein Mist. Hätte ich mal meine Giftdinger nicht weggeworfen. Hehe. So ein Mist auch. Aber da hätte ich das Ding jetzt nicht bekommen, das Slivko-Scope. Naja, wenn ich jetzt mal so danach denke, war es jetzt nicht nötig zu wissen, dass da oben ein Knogger ist. Am Wasser ist. Jetzt wissen wir, was da ein Knogger ist. Ist ja auch wurscht. So, weiterkämpfen. Schönheit Knofenser. Glut. Das dauert hier noch ein Weilchen, wenn es so weitergeht. Gift. Der Gift ist nicht das Schönste in dem Kampf. Muss gleich mal rausgehen im Pokémon Center. Und das heilen, dann ist das Gift auch weg. Aber diesen Kampf schafft man vielleicht auch. Schon mal noch schnell. Bitte. Gift schadet Glutexo. Wickel. Nein. Gift schadet Glutexo. Toll. Das finde ich nicht so spaßig. Bitte, bitte lass mich noch einmal angreifen. Ach, Mensch. Wer soll denn das jetzt bitte austragen, diesen Kampf? Tauboga und Ruckzuckhieb könnte auch klappen. Na komm. So, Knofenser besiegt. Ist eine Knofenser-Trainerin. Schönheit, was die, eine Schönheit. Alles klar. Nein. Hui. Zerschneiderbüsche in einer Arena. Uha! Was ist denn da los? Alter Schwede. Willkommen in der Pokémon Arena von Prismania City. Unterschätze niemals die Girl Power. Alles klar. Trainerin möchte kämpfen. Drei Pokémon. Na toll. Müssen wir uns hier irgendwie durchschleichen? Und hoffen, dass wir nicht auf versteckte Gegner treffen, wie gerade eben hier. Ich werde gleich mal einen Satz zurück machen und da einen anderen Weg gehen. Das ist nämlich nicht so toll. Georunk, vielleicht kann Georunk da was machen. Denkt ihr nicht, aber was so ist. Mein Feuer-Pokémon ist besiegt. Schaufler, eventuell. Schlafpuder, na toll. Spitze. Das kann er jetzt noch wahrscheinlich auch nicht. Schaufel einsetzen. Wie ist denn schon schläft? Ein Wickel. Das ist auch eine asoziale Attacke. Die wirkt ja immer noch weiter. Item haben wir denn? Ein Aufwecker. Habe ich natürlich nicht. Wieso denn auch? Wäre ja zu viel verlangt, mal ein sinnvolles Item in
Dingens zu haben in der Box. Na dann greif halt weiter an. Wenn's Spaß macht, wenn's hilft. Schläft tief und fest. Und der Penner schläft hier mitten in einem Kampf ein. So ein Mist hier auch. Wer soll denn der Mist hier? Ist aufgewacht. Schön, dass du mal wieder zu dir kommst. Schaufler vielleicht? Ach, nee. Kyoron schläft. Geht hier wirklich nicht. Unzumutbar. Darf ich dann mal das Pokémon wechseln? Smet, wo du vielleicht... Vielleicht kannst du da mal was ausrichten. Giftbuddha. Ach, lieber Güte. Ich habe auch Schlafbruder. Dann wirk mal, Schlafbruder. Witz. Was? Schläft nicht? Doch, schläft. Gut, dann kann ich es jetzt mal besiegen. Konfusion vielleicht? Okay. Kann man nehmen. Nicht so effektiv, doch, ist glaube ich fast so effektiv wie bei Gestein. Ultrigaria werde ich jetzt besiegen. Habe ich noch gar nicht vorgelesen, ihr könnt es ja nicht sehen oben auf dem Bildschirm. So ein Mist aber auch. So, muss ich nächstes Mal anders einstellen. So, Konfusion, mach's alle, während es noch schläft. Antares ist sehr effektiv, besiegt. Noch ein Pokémon oder was? Ja, das hat ja drei Pokémon. So ein Kack. Ich Level 28. Smet brauche ich Level 25. Noch zwei weitere Pokémon. Ach du Schande. Ach du Mist. Ein Duflor. In Rot. Schande. Was soll denn das hier werden? Ein Giftschande, Smet. Ich brauche unbedingt... Gegengifte. Die müssen wir sofort im Supermarkt kaufen. Ich sag sofort, aber mach dann noch weiter hier. Ich weiß. Ich will erstmal einen Weg da durchfinden. Was? Wie lange hat der Schlafbruder denn gehalten? Gar nicht. Steht tief und fest. Konfusion, los. Dann mach es alle. Alter, das ist sehr effektiv. Gibt Schaden zu mir. Na toll. Nicht mir, aber Smetbo. Du Flor, ich werde dich besiegen. Konfusion. Ich glaube, das ist die beste Taktik hier. Erst einschläfern und dann besiegen. Dann kann es in den Runden nicht angreifen. Dieser Knosp. Ja, damit. Das kriege ich auch noch hin. Im Feuer-Pokémon mit Psychotexte wäre das natürlich noch ein bisschen lustiger. Aber was soll's. Muss ich halt so rauskommen hier in diesem Kampf. Attacke ist nicht effektiv. Schlafbruder. Komm schon. Hat keine Wirkung. Ach du, Jemini. Oh Misty. Kack. Denn halt Konfusion. Super! Besiegt. Dieser Knosp besiegt. Zwei besiegt Trainerin. Geht siegreich aus dem Kampf hervor. Ich will da zurück. Pikachu, wie geht's dir? Super. Ihm geht's superb. Wo finde ich denn die Trainerin irgendwie? Sag nicht, ich muss hier alle herausfordern, um herauszufinden, welche die. Arena Letternis. Ich vermute mal die dort wieder. Die mit den schwarzen Haaren dort. Aber ich gehe erstmal zu einem Pokémon Center und lade mal mein Pokémon Team auf. Und dann gucken wir hier weiter. Ach du Schande. Und wenn ich vermute, dass die Arena Letternis ist. Wahrscheinlich ist es nicht, aber. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City.
Ich liebe diese Kräfte der Natur. Deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémon. Du möchtest gegen mich antreten. Hervorragend. Es gut. Ich werde ohnehin nicht verlieren. Das denkst du. Habe ich doch richtig geschätzt, dass das die Arena-Leiterin ist. Die sah ein bisschen anders aus als die Leute neben ihr. In drei Pokémon hat sie Tangela. Ich habe ein Glutexo und weitere starke Pokémon im Team. So, Glut würde ich sagen. Zack, zack. Das kriegen wir noch hin. Ganz zacke die Duster hier. Abfertigen. Da haben wir es in diesem Part hier auch noch reingelegt. Glut bringt nicht sehr viel, aber zumindest etwas. Umklammerung ist das die Vaterattacke von der, die wir vorhin gesehen haben. Klammer. Umklammerung. Ja. Die bleiben nämlich ständig, die müssen nur einmal eingesetzt werden und dann umklammern die einen bis zum Tode. Die ist asozial, diese Attacke. Dermaßen asozial. Und wir kriegen es mit Glut irgendwie geschaukelt. Dauert bloß ein bisschen, aber Glut schafft es. Was? Gelähmt? Nein. Los! Setz doch mal Glut ein. Was soll denn das? Umklammerung. Meine Fresse. Wird das heute noch was? So, Level 30 Pokémon besiegt. Das dürfte doch einige Erfahrungspunkte geben. Zack. Glutexo erreicht Level 23. Okay. Ist mich auch gut. Ultringaria. Ja, ich möchte weiterkämpfen. Ah nein, nicht das Vieh schon wieder. Ich kann das nicht mehr sehen. Ja, komm, lass. Lass besiegen. Nein. Ich meine nicht mein Glutexo. Ich hätte eigentlich mal... Wollte ich nicht eigentlich... Hier Gegengift besorgen und Aufwecker und... Und so weiter und so fort. Tja, Zwergi, hast wohl nicht dran gedacht. Tauboga! Du bist dran! Wie wär's denn mit Fliegen? Vielleicht ist das ja ganz effektiv und ich werde in der ersten Runde nicht angegriffen. Wäre doch ganz praktisch. Zack, okay, ja, das bringt was. Das bringt sehr viel. Was soll denn diese Säure? Bah! Sieht so eklig aus, die Attacke. Nochmal fliegen. Das werde ich jetzt einsetzen beim dritten Pokémon. Das bringt mich weiter. Attacke besiegt. So, das letzte bitte. Das letzte Pokémon. Duflor. Oh nein, nicht dieses hässliche Hässlon-Pokémon. So, fliegen. Flieg auf und davon. Nein, bleib bitte hier und bekämpfe das Pokémon. Nicht davon fliegen. Das ist gut, das ist gut. Gleich die halbe KP abgezogen. Die halbe KP da ist leer gemacht. Und noch einmal fliegen, dann haben wir es. Haben wir die nächsten Orden erreicht. Zack, da haben wir sie besiegt. Die Arena-Anleiterin. Flug ist scheinbar sehr hilfreich gegen Pflanzen-Pokémon. Haben wir gelernt. Level 27 besiegt Arena-Anleiterin Erika. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Zwergi gewinnt 3168 Pokédonner. Und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Arena-Leiterin von Prismania City hervor. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses Geschenk. Pokéflöte erhalten. Nutzt etwas Platz schaffen. Ihr werdet mich da wahrscheinlich für hauen wollen, aber was soll ich mit dem Mondstein? Ich werde es eh nicht einsetzen. Kann das irgendjemand hier haben? Nein, kann er nicht. Und was soll es? Müll, weg damit. Mondstein weggeworfen. So. TM21, naja gut, das hätte ich auch sparen können. Mega Sauger. Habe ich überhaupt einen Pflanzen-Pokémon? Ja, habe ich eins. Nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Im nächsten Part geht's weiter. Ja, habt noch einen angenehmen, festlichen Tag. Haut drinne, bis zum nächsten Video.
Gehabt euch wohl.